GTA Repay-Taste. Keine Ahnung, was uns erwartet. Ihr wisst, ich habe extra die Mission ein bisschen mehr antrainiert, gespielt, damit ich heute hier was verstehe. Verzeiht mir, es wird hier wahrscheinlich ein Gameplay werden, wie ihr es nicht erwartet, denn ich bin normalerweise in sowas noch nie gewesen. Hier links haben wir schon mal... Hallo? Ich sah jemand schon sprechen mit mir. Ich habe mal Sound Mute gemacht, TeamSpeak. Mein Name Dawn. Der Nachname Syndrom. Dawn-Syndrom. Theo von die Alge. Theo von die Alge. Das ist es doch. Erst anlegen. Wir legen an. 3, 2, 1. Bam! Nope. Ich hab Sozialhilfe erhalten? Bei mir? Lohn ich da in diesem Land? Das kann nicht sein. Der Name sollte mit Großbuchstaben beginnen. Jetzt schon in den Arsch, Alter. Den ersten knall ich ab auf der Stelle. Wenn der erste kriegt, kann er in die Schnauze rein. Das ist so schwer kommen von anderen Land hier. Theo van Alge, das ist mein Name. Das ist geboren 7777. Okay, warte. Was ist das für Arschloch hier, Bahnhof? Ja, ja, das bin ich hier. Das ist ja original. Guck meine Haut an. Guck mich an. Guck mich auf Nahsicht an. Guck die Falten hier. Guck die Falten hier. Das bin ich. Theo, wie geht's? Hat er mich gehört? Chat, das Gute ist, wir sind jetzt noch, können auch jetzt noch auf... Warte mal ganz kurz, ich muss hier kurz was reinklicken. Wir können jetzt noch auf... Warte mal, komm ich noch raus aus dem Spiel? Ich komm nicht mehr mit der Maus raus aus dem Spiel, das kann er nicht sein. Warte mal, ganz kurz, ganz kurz. Ach, wir können uns alle Zeit der... Hä? Nein. Nein! Das war der Top-Charakter! Wir sind fertig! Wir sind fertig! Das ist Theo von Alge! Du bist mein einziger erster Mann, was kenne ich hier? Erster Freund! Okay, das war nicht richtig. Mein erster Walk! Was machen wir jetzt? Hallo! Hallo! Kannst du mich hören? Hallo? Hallo! Ich bin hier neu gekommen vom Bahnhof. Du bist erster Mensch, was sprechen? Willst du mitfahren? Ja, wo fahren wir? Wo ich hab nicht, ich hab ein bisschen Sozialhilfe. Junge, das Auto ist laut. Ich höre nichts. Wie kann ich mich anschnallen? Warum du fährst so? Ich muss gleich kotzen. Wie kann man mich anschnallen? Mit dem K-Muskel. K-Muskel? Hey! Halt an, muss kotzen. Was machst du denn? Wer bist du? Lern doch mal fahren, Digga. Sag mal, was machen sie? Bist du blöd? Du bist gefahren, ich bin Zeuge, dass du hinten drauf gefahren bist von meinem Freund. Warum hast du eine Maske? Warum hast du eine Maske? Hat dich eigentlich nicht so interessiert, oder? Doch, weil ich bin doch neu in die Stadt. Ich weiß nicht, wann ihr Habfasching hier. So, jetzt die Tür zu. Hey! Was machst du denn? Wer sind sie? Ich bin der Rüdiger. Und wer sind sie? Ich bin Theo. Hallo, Theo. Theo von Alge. Oh, und was? Warte doch! Ja, steig ein, Junge! Was? Ich hab keine Zeit, steig ein! Ich gehe! Oh. Tschüss, Entschuldigung. Wie lange bist du hier schon? Seit einem Monat. Einen Monat? Ja, richtig. Aber warum habt ihr alle schon solche Auto? Ja, der ist nicht teuer, glaub mal. Holz, holen wir eine für mich schnell? Ja, wie viel hast du denn auf dem Konto? Konto hab ich... Ich hab eigentlich kam Harz, kam, aber ich hab null. 31.000 Euro! Junge! Ja, dafür kriegst du hier nichts. Die Karre, die ich hab, hat 200.000 gekostet und die anderen Autos hier im Start werden mit 15 Millionen gehandelt. Wie viel steht bei dir, Konto? 21.000. Wo ist das Geld hin? Haha, Rüdiger! Alles weg. Aber... Die gibt nicht. Rüdiger! Ey, Rüdiger! Ja? Ich merke, wir sind auf eine Länge. Das merke ich auch. Cooles Auto, ey. Dankeschön. Dankeschön. Gott sei mit dir. Ich hab ein Problem. Ja? Ja? Wir haben ein Problem mit dem Herr da oben auf dem Dach. Der beleidigt uns. Ja, rufen Sie die Polizei. Ja, das versuchen wir. Rüdiger, machen ab! Gib Gas!
Okay. Jalla, los geht's. Was ist das denn hier? Nur Wilde und Hottentotten. Wie kannst du hingehen, falls du mal ein Problem hast? Ja, das sieht aber so... So ist auch nicht normal für Polizeiparkplatz, was... Nee, das ist nicht normal. Was ist denn das? Ja, ich weiß auch nicht. Hallo? Hier, Wichser, Alter. Steig mal aus. Bitte, was? Der Herr Rüdiger, gib Gas! Nein, bleib doch ruhig, bleib doch ruhig. Wir haben Waffen. Raus mit dir, Mann! Hä? Ich bin neu in die Stadt. Steig aus, Alter. Steig aus. Aussteigen, Mann. Raus mit dir, Mann. Beweg deinen fetten Arsch da raus. Rüdiger? Ja, Theo, du musst aussteigen. Die haben Waffen. Aussteigen, beide aussteigen. Rüdiger, ich trau mich nie aussteigen. Doch. Wir müssen raus, Alter! Zwei! Ah ja! Dreh dich um, du Wichser! Hallo! Dreh dich um, Alter! Dreh dich um, du Wichser! Hallo! Oh! Warte, was? Oh, warte, das war... Hallo! Jo! Oh, das war kein... Ich nehm den Wichser mit! Hey, was ist das? Ich bin neu in die Stadt! Ich hab dir nicht gemacht! Rüdiger! Jo, steig ein! Ich komm nicht raus! Du hast jemanden festgenommen, ich kann nicht einsteigen! Ja, Alter! Ich komm nicht raus! Ich muss ohne dich! Ich bin geliefert, Mann! Ich muss ohne dich weiter, Alter! Hä? Hallo, Fahrer? Wer bist du? Erzähl! Theo von Alge? Von Amsterdam? Wer bist du? Theo von Alge! Theo! Wie Theo von Alge? Theo von Alge, ich komm vom Holland! Aber was machen Sie mit mir? Ich bin hier neu! Wir sind am Parkplatz, ja. Ich kann... Theo... Halt deine Schnauze, rein, du Wichser! Was ist das denn hier für... Ey! Ton? Wo ist der? Wen hast du das ist Theo von Alge, Alter! Ich fick ihn, Digga! Hä? Wen? Dich, du Arschloch! Wo ist Dings, Mann? Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, Auswandern. Du kannst gleich in mein Arschloch aufwandern, wenn du so weiter redest, Digga. Was ist das, Arschloch? Das kenne ich nicht in meinen Sprach. Das ist da, wo die Kacke rauskommt. Du musst einmal schlafen, Sosa. Hallo, ich kann nicht bewegen! Schnauze, du Wichser! Hat der Handschellen an, Jungs? Ja. Hallo? Was ist jetzt passiert? Was ist denn das für ein Spiel, Alter? Hast du schon mal in deinem Leben gefickt, Digga? So ein schöne weibliche Fotze, Digga. Wollen wir auch warten? Ja, und ich war auch schon mal im Bananaclub in Amsterdam. Die Tanja. Okay. Die Tanja. Das ist schön zu wissen, Digga. Die Tanja kann nämlich schießen Eiswürfel aus von unten. Ja, was ist denn das für ein Typ, Alter? Ich weiß es nicht, Jungs. Aber der ich hab noch nie so einen komischen Typen getroffen, Alter. Ich schieß dir gleich in deinen scheiß Kopf, du Weirdo. Meinst du mich? Ja, du Wichser, wen sonst? Okay, wie willst du es haben? Auf die schnelle Tour oder auf die leichtere Tour? Aber was denn für Tour gehen wir? Du wirst doch alles früh genug erfahren, Digga. Ja, aber was ist dann? Was ist das für eine Tour? Durchs Abenteuerland. Ah, das kenne ich. Komm in Abenteuerland. Da gibt's so einen Raum, okay? Und da kannst du mit Frau machen, was du möchtest. Und die haben so pinke Gardinen haben genau, im Zimmer. Genau, Digga. Pinke Gardinen, Digga. Ja, aber das ist, wir haben in Holland ganze Fensterscheibe mit Frau. Das ist für mich nicht neu. Das wird so ein schöner Abend, Jungs. Aber ihr lebt hier auch wie die Hottentotten. Dieses Haus, das ist aber scheiße. Ich hab hier so ein spezielles Zimmer für dich. Geh mal da rein. Wow. Schau dir mal, was da drin so schön ist. Schau mal die neue Achterbahn, Alter. Die neue Edition. Schau mal rein. Das ist keine Achterbahn. Keine Achterbahn? Hier ist gar nichts. Nee, keine Achterbahn. Natürlich keine Achterbahn, du Vollidiot. Stell dich mal an die Wand. Ja, das hab ich gedacht. So, dein Name war Theo von Alge, richtig? Theo von Alge, ja. Du kleiner Bastard, Digga. Schau mir ins Gesicht, wenn ich mit dir rede. Ja, aber jetzt was? Jetzt Wand stehen oder dich gucken? Du. Oh, ey, warte. Oh, das ist nicht so einfach für mich. Ich hab ein bisschen Alge getankt. Ein bisschen viel getankt. Warum du? Ich habe gehört, du hast einen Homie von mir beleidigt. Hä? Boss, tut mir leid, dass ich dich unterbreche. Jo. Aber nur, dass er mal sieht, wie ernst diese ganze Lage ist. Wenn du noch einmal irgendeine Scheiße laberst, dann wirst du brennen. Jo. Was ist das hier? Ist das Wodka oder? Gewalt ist keine Lösung. Ja doch, sage mir, warum. Du hast einen Homie von mir. Ganz arg beleidigt, Digga. Nein. Du hast dein Herz gebrochen. Nein. Soll ich dir auf die Sprünge helfen? Aber wem? Du hast mal einen Homie von mir gesagt, dass es eine fette Prinzessin wäre. Nein. Weil er rosa Gardinen hat. Kannst du dich erinnern, du kleines Arschloch? Nein, das kann nicht sein, weil rosa Gardinen, das wünsche ich mir auch. Ich bin von Amsterdam, geborene Marschkantje, am Bahnhof gefahren, letzte 2 Stationen versteckt in Klo. Jetzt bin ich hier. Ich habe nie beleidigt. Einzige Mensch, was treffen, ist Rüdiger. Jungs, haut dir mal einer auf die Schnauze. Warum? Dann mach ich doch mit Herz.
mitnehmen. Das kann er, warum? Wir fangen nochmal von vorne an, Digga. Warum, no? Ich mach mit deinem Kopf ein Hole in One, verdammte Scheiße. Was ist denn damit? Das könnte also echt wehtun. Nein, ganz ehrlich. Darf ich dann mit seinem Kopf bowling gehen? Aber just like? Ich möchte nur eine Entschuldigung von dir. Oder willst du sterben, Digga? Nein, das mach Möchtest ich nicht. Möchtest du, dass es deine letzte Ruhe ist? Du willst dich nicht entschuldigen? Nein, das, wenn ich das nicht gemacht habe, das mach ich nicht. Hey! Warum? Der nächste Schuss. Das ist. Warte! Warte doch! Es wird hier gleich brennen, Digga. Aber ich möchte ein wissen. Wo ist das Prinzesschen? Soll mir selber sagen. Wo ist das rosarote Prinzesschen? Mein Name ist Marcel Heeres, Digga. Schau mir in meine Augen. Wie ist dein Name? Mein Name ist Marcel Heeres, Digga. Und vertrau mir, wenn ich dir sage, dass auf eine Aktion immer eine Reaktion. Aber seid ihr sicher? Marcel Heeres. Ja. Warum glaubst du, dass habe ich das gemacht? Ich weiß nicht, warum du das gemacht hast, du Arschloch! Ich will eine Entschuldigung von dir, du Fotze! Okay, das tut mir leid. Ich halte hier gerade meinen Schwanz in der Hand. Ich möchte, dass du ihn einmal berührst. Wo denn? Sieht hier. Man nicht? Ist ein bisschen klein? Doch. Nö, der ist nicht klein, Digga. Das sieht man gar nicht! Berühre ihn, jetzt sofort. Hey! Ich habe doch nur noch Spaß gemacht! Das ist lange Schlange, Anaconda, ja! Das ist Anaconda, ja, ich habe gesehen, Schlange! Schöne, lange Riemen, super. Sag, dass ich den längsten. Oh, du hast einen schönen Anaconda. Das habe ich gesehen bei Discovery Channel. So eine Schlange hast du. Wow. Jo, was machst du? Hey, was ist das hier? Feuer, wir müssen rauskommen. Bist rein in den Ofen, dass du siehst, dass wir keinen schlechten Spaß machen. Oh, ganz schön heiß hier, du Wichser. Wir müssen rauskommen. Sieh es als eine Begrüßung, Digga. Sieh es einfach als eine Begrüßung, Digga. Wer hat dich denn so herzlich begrüßt wie wir? Rüdiger. Rüdiger war super nett. Dann fahrt mal ein bisschen vorsichtig, ihr Arschlöcher. Bisschen langsam. Okay, halt dann. Ich glaube, ich lege mich. Oh, nee. Nein, das habt ihr doch. Nein, das ist. Das tut mir leid, weil das hast du. Ich bin nicht gut in die Sprache. Du hast mir am Anfang gesagt, ein neues Wort gelernt. Das wollte ich jetzt testen. Das ist dieser Arschloch. So, jetzt auf dem Weg in die Stadt hören wir ein bisschen Musik, ja? Das ist aber eine schöne Musik hier. Kannst du für mich singen, diese Lieder? Halt deine Schnauze, du Wichser! Odi, odi! Mann! Das ist schön, das gefällt mir auch. Hey! Odi! Ich bin ganz liebe, ich hab geguckt alles. Von euch, Dortmund, Ole, BVB, Ole, BVB, hey, ja, BVB. Ich bin Bayern-Fan, FC Bayern, deutsche Meister. Stern von die Süden, ich bin Fan. Das ist toll. Ah! Was ist das? Hinterher. Lass ihn ficken. Was macht ihr? Oder der Hund hat extra Lila an. Der hat Lila an da und du machst das. Gib mir eine Waffe, ich kämpfe! Halt deine Schnauze, Digga, du schaust dir zu. Okay, ich würde vorschlagen, wir bauen hier eine Falle, Digga. Lass ihn gehen. Wir fahren wieder zurück zum Anwesen. Nein, lass nicht gehen. Wenn wir jetzt schon ficken können, lass ihn ficken. Oder aber der ist jetzt weg. Über alle Berge. Wem wollen wir ficken? Das ist dein Haus. Ja. Nimm ihn die Kabelbinde ab und dann. Geil, bin frei. Ey, das war kein. Nein, das war keine Absicht, komm. Das wow. Jungs, wollen wir nehmen eine Jungs! Nehmen? Gleiche Hose! Gibt es in Holland überhaupt Teddy? Teddy, ein Euroshop, ja. Wir haben auch Fabo die leckerste. Das habt ihr nicht. Das ist schade. Was kennst ist du? Das? Fabo die leckerste. Automaten Fast Food. Kennst du das? Alter, da wo man Euro rein. Ja! Da gehst du rein, 2 Euro, dann die Burger raus. Das ist. Nein, und jetzt, Jungs, und jetzt kommt. Das gehört meinem Vater. Dein Vater? Ja! Ey, voll cool, Alter. Dein Vater, oder was? Das ist mein Vater, Fabo. Dein Vater? Ja, Fabo. Ich bin doch dein Vater, du verdammter Wichser. Ja. Hör mir zu. Ja? Wir haben gleich einen Überfall, okay? Ich weiß nicht, ob du dabei bist oder ob du mitmachen willst. Ja. Aber es wird ein hartes Ding, also kannst du schießen. Probier ich. Wo ist meine Versicherung, dass du mich nicht abknallst? Fabo, die leckerste. Willst du dort essen für umsonst? Ein Jahr frei. Den einzigen Automaten, wo ich hier mein Geld rein tue. Hol die mal raus, Digga. Hol mal den Oschi raus, Digga. Welchen Oschi? Den, wo ich dir gerade gegeben habe. Ja, hab ich. Einmal her, hier. Wunderbar. Geh! Ja.
Da schießt du unser Anwesen, du Arschloch! Nein, da hab ich so ein bisschen in die Luft an die Bäume, ein bisschen, komm! Hey Gott, Alter! Oh, schießt er direkt los, Mann! Ja, muss probieren. Entspann dich mal ein bisschen! Ja, okay. Oh, meine Kennst Augen. Du diesen Mann hier? Wem? Das, ja klar, das ist Lenoy Kravitz, oder wie die heißt. Was? Oh mein Gott, genauso wie Olaf. Genauso wie Olaf. Lenoy Kravitz, wie heißt Man das? Man merkt einfach, ihr seid beide alt. Aber wie heißt das, Mann? Das ist The Weeknd. Was? Was heißt das, Wichse? Was, Sie sagen das oft. Wichse heißt sowas wie, guck mal, bei uns in Dortmund sagt man statt, wie geht's dir, oder so ein Synonym für, was machst du gerade, oder... Ja, wie soll man sagen? Das ist einfach ein Synonym für Wichser. Weißt du, wie ich meine? Ja, genau, so kannst du Leute begrüßen einfach. Ja, ja, so. Ey, was geht du? Das ist ein niederländisches Wort, will ich euch geben. Neuken on the Keuken on the Keukentafel. Neuken on the Keuken on the Keukentafel. Neuken, das ist für euch super. Denn Neuken, das heißt, ich will leise sagen, ficken. Was? Ficken, ja. Ficken und was danach? Ja, das Ficken auf den Küchentisch. Oh. Ah. Eia, eia, eia! Bisschen Knalle! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Boah, bisschen eine Abknalle gegen jetzt, komm! Hast du den abgeknallt, wärst du tot gewesen? Nein, ich hab doch in die Luft geschossen, ich wollte nur... Nein, ich schieß doch nicht auf die, Junge, du bist doch hier ein wichtiger Mann, Handlanger. Marcel, was ist denn los mit dir? Was für Handlanger, Mann, was ist los mit dir? Ein bisschen Spaß muss sein! Hör mal auf zu schießen, du Wichser, Mann! Ura, Digga, ich geb dir eine Knarre und der überzweifelt seine Rolle. Digga. Spaß habe, das ist ja bei euch hier steif. Sind eure Eltern alles Ärzte oder was? Mein Papa ist Fabo de Leckerse. Das heißt, wir haben viel Humor und viel Spaß bewiesen. Warum hast du dann so wenig Cash, Alter, und hängst hier in Dortmund wie ein Broker Penner aus nur 81.000? Das 31. kann ich dir sagen, weil wir hatten einen kleinen Vorfall in der Familie. Ich habe im betrunkenen Zustand aus Versehen Geschlechtsverkehr mit meiner Schwester gehabt und Papa hat mich enterbt. Du ekelhafter, jetzt weiß ich, warum du drauf bist. Das war kein Absicht, das war Verwechslung. Das war Verwechslung. Aus Versehen. Aus Versehen. Aber das war aus Versehen am Geburtstag von Hilde. Jungs, der kommt zu uns und sagt, ein bisschen Spaß muss sein. Der hat Spaß mit seiner eigenen Schwester. Nein, das war eigentlich. Ja. Das war kein Absicht, das war, wir haben viel getankt. Der hat halt einfach reingesteckt, Digga. Wo ist das Problem? Das Kind kam zur Welt. Was? Was sagst du da? Oder was sagt der da? Und ich habe auch noch Kontakt und ich zahle auch dafür im Monat. Wie das? Hey, ey. Komm her. Alles gut, alles gut. Ja, und das ist unser Familienproblem und das ist hier egal. Ja, das kann dir doch auch mal passieren. Das kann gar nicht passieren. Doch! 70% hatte dieses Schnaps, heißt Piccolo Rosso. Wie kannst du denn? Wie kannst du denn aus Versehen deine Schwester nehmen, Alter? Was soll das die Scheiße? Das kann doch, Junge. Das kann nicht passieren. Das ist, ich war wirklich... Schaust du nicht, wie die aussieht oder so? Das war Knockout-Zustand. Ich habe das gedacht, liegt Linda da. Weil mit Linda, das ist die Nachbarsmädchen, das hat Probleme in der Schule und das habe ich unter meinen Fittich genommen, habe ich gesagt, ich zeige dir Leben. Und Linda hat bei mir gewohnt, auch ungefähr 7 Jahre im Keller. Und das war, Linda war immer neben mir im Keller gelegen. Und jetzt habe ich vergessen, auf 4 Promille, dass heute liegt meine Schwester neben mir. Und es war nicht die Linda, es war auch nicht die Beatrix, das war die verdammten Trixi am nächsten Tag. Was soll ich machen jetzt? Oh mein Was soll ich machen jetzt? Alter! Ach du Scheiße, Mann, das wünsche ich nicht, war mein schlimmster Feind. Angefühlt hat sie gleich. Oh, was? Komm, Jungs, was? Jetzt ist gut, komm. Hey, jetzt doch. Ist gut, komm. Alter, ist doch anständig. Ey, ich hab doch nichts gemacht, ich bin nur ehrlich mit dir. Fährst du einmal gegen die Wand, knall ich dich ab, Digga. Ah ja, ich wirklich, darf ich fahren, Junge, du Wichser? Ah, Junge, dann lässt er mich raussteigen, Junge, hast gehört? Rein jetzt, ihr Wichser, wir fahren, jawoll! Hey, Junge, der hat dir auch eine geklatscht. Was hab ich denn gemacht? Ich bin doch nicht gemacht. Was ist los? Du sagst zu mir, du steigst jetzt aus und ich fahre. Was ist mit dir? Ja, das hat die Boss gesagt, die Marcel Harry. Halt die Schnauze, ich geh jetzt rein und dann sagst du, ey, bitte, mein Boss, du steigst jetzt aus, damit ich fahren darf. Okay, du Wichser. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt falsch? Hey, warum bist du so, du Wichser? Du bist doch mein Wichser! Du bist doch mein Lieblingswichser! Was machst du?
Es reicht, Bruder. Du Ich bin tot. So, Chat, wir sind zum ersten Mal gestorben im Spiel. Nicht gedacht, dass ich jetzt sterben muss. Ich hab doch alles so mitgespielt. Chat, ich kann jetzt mit dem Chat nochmal reden, ne? Ich kann jetzt mit dem Chat nochmal reden, oder? Ich hab alles, also ich, mein Tod war unnötig jetzt. Ich sag euch ganz ehrlich, mein Tod nach der Storyline war komplett unnötig. Ich meine, Theo versteht, Theo hält sich an das, was ihm gesagt wird, ne? Theo hält sich an das, was ihm gesagt wird. Alge.